Hallo Ladies, heute ein bisschen spontan nehme ich euch ein paar Runden mit. Und zwar heute spielen wir die Dicken, die Babos, die Chefs, die Heavys. Einfach mal ein paar Ründchen auf den Sack kriegen. Zieht's euch rein. Wir fangen mal mit dem Super Kong an. Jo, was haben wir denn da hier, ne? Direktive, oh, Munitionslager. Logisch, ist ein Brite. Da zerstören sie hinten immer alles. Und so weit, so gut. Das Übliche, gell? Ansetzer, Lüftung und den Stabilisator habe ich drin. Ist egal. Wir fahren einfach mal. Heute nur die dicken Heavys. Ich hoffe, dass es diesmal nicht so ruckelt wie letztes Mal. Ich glaube, da so ein kleines Häkchen mal rausgemacht. Und jetzt hoffe ich, dass OBS ein bisschen besser funktioniert. In dem Heavy muss man mal ganz genau gucken, wie viel ATIS man hat. Auf so einer offenen Karte. Okay. Gut. Ich bin recht turmstark. Schauen wir mal. Gefallen die Heavy-Ecke. Bis wir da ankommen und die Maus überholt haben, trinken wir, hoppala, noch ein Schlückchen Kaffee. Ja, Kaffee. Gut, Jochen ist auch am Start. Ja, Baby. Schauen wir mal, wie schnell wir drauf gehen. Einfach mal spontan ein paar Ründchen spielen zusammen. Ihr dürft teilhaben. Ein HP, ich glaub's nicht. Sehr schön, ne? Wir kriegen tierisch auf den Sack gleich. Mann, dieses Objekt geht mir auf die Nüsse, Freunde. Macht der EBR da?
Gut, der Trade war nicht so dolle. Nein, mon Dieu, was ist denn das? Ich bin so ein schlechter Schütze. Himmel, hilf. Schon verloren. Also schon lange verloren. Kein Bock. Das muss wehtun. Ich hole mir noch eine Arti, wenn es geht. Irgendwie habe ich keinen Bock gerade. Ich will jemanden in die Fresse schießen. Wenn einer kommt. Na, wo ist er denn? Ich weiß, dass da einer rumkommt. Oder ich krieg jetzt den Arsch. Ah ja. Oh! Immerhin, wenn ihr merkt, dass das Spiel hoffnungslos verloren ist, holt euch entweder die Arti oder stellt euch irgendwo rein und snackt noch ein Medium oder ein Light, damit ihr wenigstens so ein bisschen über 2000 kommt. Ach ja. Hoppala. Oh, alle schreit nach einem Schluck Kaffee. Sollen wir noch eine Runde? Ach komm. Noch eine Runde, Papo. Ah, und Kaffee. Was haben wir hier? Okay, ein Klicker. Oh shit, ein Kranwagen. Den haben sie ja gebufft. Wenn der irgendwo entgegenkommt, halt down. Das ist eigentlich die Arschkarte gezogen. Ja, jetzt schauen wir mal. Wir fahren trotzdem links. Gucken, was der 60 TP macht.
Kommst mit? Ja, du kommst mit. Die Torte kommt auch mit. Okay, was haben wir denn noch? Nicht mehr viel, ne? Es gibt wahrscheinlich wieder eine Packung. Na egal. Positiv denken. Positiv denken. Der 60 TP ist gar nicht mal schlecht. Kranwagen scheint auch noch ein guter Spieler zu sein. Na, jetzt schauen wir mal. So, der erste ist schon tot. Muss ich jetzt gegen den Kranwagen da oben kämpfen? Was ist denn hier kaputt? Fahren die alle die Neuner runter? Das habe ich auch noch nie erlebt. Ah ja. Keiner will sich das Magazin vom Kranwagen fangen. So, dann warten wir mal ab. Jetzt haben wir einen Jodeljochen in der Base. Super. Mach immer den gleichen Fehler. Wird einfach nicht vorfahren dürfen. Schafft der 704 den EBR, sonst haben wir ein Problem. Und ich habe den Fehler nochmal gemacht. Aber war mir egal, wir haben gewonnen. Da hinten steht man nicht im Kranwagen. Das ist merkwürdig. Ganz merkwürdige Taktik. Na gut, der muss halt nachladen, ne? Mr. AMX. Tja, jetzt haben sie den Dreck, jetzt kriegen sie von beiden Seiten. Und statt dass sie umgedreht wären und geholfen hätten. Jetzt können sie eigentlich nur noch reagieren.
Wenn sie das jetzt gewinnen, dann haben sie viel Glück. Das sind Leute, die die Minimap nicht lesen. Dann wird es halt schwierig. Jetzt kriegt die Torte den Arsch. Da kommt der Leo schon. Tja. Hätten sie die Minimap hier gelesen, wären sie da lang und hätten ein bisschen geholfen. Aber wenn man halt seinen Stiefel durchziehen will, dann ist das ein bisschen schwieriger. Macht man es unnötig kompliziert. Gut. Nächste Babo. Was habe ich denn noch? Ihr wisst, was ich hole jetzt. Was ich auspacke. Ja, es ist was Deutsches. Aber. Da wartet die deutsche Community auch schon seit 20 Jahren, dass der endlich gebufft wird. Ich muss erstmal die Besatzung an die Kaserne schicken. Und dann wird es Zeit für E100. Ist da auch was, oder? Aha. Nee. Abbrechen. Was habe ich jetzt denn? Jo. Gut. Den E100 fahre ich hier dann mit der Luxus HE. Gedacht. Da unten ist ja auch noch einer. Jo. Sonst ist der eigentlich nicht spielbar. Wie gesagt, es wird Zeit, dass der endlich gebufft wird, damit er nicht alles durch den Turm holst. Aber drum vergammelt er so ein bisschen über der Garage. Oh, Jesus Maria, Josef. Prokhorovka ist natürlich eine perfekte Map für den. Ja, wie viel Klicker? So, noch zwei. Badget Arty. Läuft. Wo stellst du dich da mit dem E100 hin? Also, Mitte kannst du vergessen. Eieiei. Eine Idee. Ich stelle mich rüber. Ich versuche rüber zu kommen. Und sei ich jetzt die Heavy Line gefahren, aber hab keinen Bock drauf. Mal gucken, ob ich überhaupt ankomme. Prokhorovka, sehr dankbare Karte mit dem Heavy. Fahren wir schön unten lang. Okay, das wird sehr intensiv hier auf der 9er Nuller. Aber komm, scheiß drauf. Hilft ja nix. Ich habe eine Tarnung wie ein Hochhaus. Schauen wir mal. Wir müssten eigentlich dermaßen auf den Sack kriegen hier. So, wo sind die Büsche? Jetzt warten wir mal, dass was aufgeht.
Im Optimalfall drücken wir gleich mal 700. Was macht denn die Maus da? Eigentlich müsste es 140er da hochfahren. Da hinten seht ihr das. Egal. Das sind Ferien. Da muss der Spot kommen in der Mitte. EBR. Ja. Die Petten kriegt es auch schon besorgt. Was ist mit dem Mann? Was ist mit dem 140er? In your face, motherfucker. Das macht Spaß. 700. Ciao, 277. Entschuldigung. Ich entschuldige mich für meine Wortwahl. Aber manchmal macht es einfach Spaß. Ja, wir sind schon lange ready. Ah, da kommt noch was Leichtes. Guck mal. Okay, in your face. Zweimal 700. Hätte ich nicht gedacht, dass das so läuft hier. Ich rieche das 277. Riecht ihr das auch? Ja, ja. Ja, ja, mal ja. Dieses Gameplay geht mir ziemlich auf den Sack, aber was willst du machen im E100? Du kannst ja nicht mal quer über die Map sprinten. Die Maus müsste schon längst tot sein, lieber Arti. Das 140er sollte mal seinen Arsch ein bisschen vorbewegen. Ach ja. Was machst du da? Ah! Schluck Kaffee trinken, sorry. Nächste 700er Kelle ist vorbereitet. Jetzt haben sie keinen Bock mehr. Wenn ich rüberfahre zur Maus, ich hätte eigentlich Lust, ein bisschen mäuserig zu sein, aber dann gehe ich auf. Zurück bin ich jetzt nicht unbedingt schnell genug. Wisst ihr was? Ich fahre auch. Ich versuche mit hochzufahren. Oh Gott, jetzt habe ich einen Baum umgeschmissen. Der Patton macht nichts da oben. Jetzt fahren diese Idioten vor. Wisst ihr was? Das ist immer so, oder? Wenn man sich dann entschließt, mal was zu machen, fahren sie dann doch vor. Jetzt fahre ich einfach durch die Mitte. Fertig.
mit einem Affenzahn cross ich quer über die Map. Naja. Da steht doch einer. Ist 277. Servus. Schön, kill die Arti. Kill die Arti bitte. Der Papo kommt. Panzerkampfwagen 7 ist auch da. Und er steht auf der anderen Seite. Oh yeah. Was haben wir denn da? Heavy Gameplay. Aha. Ich brauche jetzt Frischfleisch. Jeha! Komm her, du Kleiner! Papa kommt! Ja, ich liebe das! Präzision! Die deutschen Kanonen sind für ihre Präzision bekannt. Oh Gott, komme ich hier hoch? Ich komme schon. Ibims. Ich will mehr HP. Oh, wisst ihr, warum ich den so ungern spiele auch? Deswegen. Das ist so anstrengend. So eine offene Karte. Boah. Das ist übrigens der Grund, ich habe mal versucht, die Oni und Oho und Aha und Schlag mich tot Typ 4, Typ 5 Reihe zu ergrinden. Hey, beim 8er habe ich abgebrochen. Der ist noch schlimmer. Der fährt nochmal 5 km/h weniger. Es ist nicht meine. Ich bin auch immer so müde. Das ist nicht meine Linie. Oh Mann, war das anstrengend gerade. Die 2700er-Kellen, die haben Spaß gemacht. Ja. Aber das ist der Grund, warum ich momentan eigentlich eher Mails fahre, aber gedacht, heute packe ich mal ein bisschen die dicken Kanonen aus und ich glaube, es reicht fürs nächste halbe Jahr wieder. Habe ich noch was rumstellen? Das ist sehr, sehr anstrengend. Mit dem Mate bist du ein bisschen schneller, weißt du, da kannst du gerade jetzt da am Schluss, das war so die Abschmatzphase, da kommst du einfach nicht mehr an. Das ist, du kriegst nichts mehr ab. Darum habe ich auch sonst kaum was Dickes mehr hier. Ja, 130 U. Jo, ich fahre jetzt noch ein paar Metrunden. Das soll es für heute gewesen sein. Aber so verändert man sich im Lauf seiner WOT-Laufbahn, sagen wir mal. Mit Heavys angefangen. Jetzt steige ich langsam immer mehr auf Mets um. Weil mir das echt zu zäh ist auf manchen Karten. Gerade auf offenen Karten. Mal gucken.
Als ich in 2 Jahren spiele, wahrscheinlich Lights. Um Gottes Willen, nee, Lights mag ich überhaupt nicht. Aber eben, vor ein paar Jahren habe ich über die Mates gesagt, nee, ich fahre lieber Heavy. Ne? So, genug gelabert. Wenn ihr wollt, rechts unten könnt ihr abonnieren. Jupp, da ploppt jetzt mein Kanalsymbol auf. Und wenn nicht, ist mir auch egal. Schaltet einfach dann nächstes Mal wieder ein. Oder lasst es. Ist mir auch egal. Wenn es euch Spaß macht. Und ihr sucht einen Clan übrigens. Könnt ihr mich gerne anschreiben. Ihr solltet aber regelmäßig spielen, wenn es irgendwie möglich ist. Also nicht Leute, die eine Woche mal im TS sind und dann hast du sie nicht wieder gesehen. Das erspart uns viel Arbeit, um wieder auszusortieren, ganz ehrlich. Also regelmäßig spielen, aber es ist nicht unbedingt TS-Pflicht. Aber gerade so bei CW-Events, wo wir jetzt auch momentan mitfahren, da einfach mal ab und zu präsent sein und mitfahren, abends ein bisschen Zug fahren. So, genug gelabert. Okay, ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag und bis demnächst. Ciao, ciao.